Hallo, in diesem Video wollen wir einen Wert von x berechnen, für den eine Streckenlänge minimal wird. Die Lösung soll dabei mit dem grafikfähigen Taschenrechner berechnet werden, es soll also so wenig wie möglich umgeformt oder auch berechnet werden zwischendrin. Folgende Aufgabe: gegeben ist der Punkt a-2-12, Punkte bn mit den Koordinaten x-2x+6 liegen auf der geraden g mit der Gleichung y=-2x+6. Unter den Punkten Bn gibt es einen Punkt B1, für den die Länge der Strecke AB1 minimal ist. Berechnen die Länge der Strecke AB1 und den zugehörigen Wert von x. Also mal das Wichtige markieren. Wir haben hier einen Punkt A mit -2,12 und wir haben den Punkt Bn mit x-2x+6. Wir müssen das Minimum berechnen. Kann man sich so vorstellen, mal eine kleine Skizze schnell dazu. Hier ist mein Koordinatensystem. Ich habe die gerade g mit -2x+6, die verläuft also irgendwo hier oben. Und ich habe den Punkt a -2-12, der verläuft also irgendwo hier unten. Und jetzt heißt es, ich muss einen Punkt b1 finden, für den die Streckenlänge von a nach b1 minimal wird. Wenn ich mal so ein paar Beispielpunkte einzeichne, hier könnte überall der Punkt b liegen. Und wenn ich den jetzt mit Punkt a verbinde, das ist der hier unten, ja, kann ich ungefähr feststellen hier, die haben verschiedene Streckenlängen. Also wo ist die kürzeste Strecke zu finden? Und hier gilt im Prinzip was ganz Einfaches. Minimale Streckenlänge bedeutet immer, dass diese Strecke senkrecht zur Gerade liegt. Ja, also dann liegt ungefähr hier mein Punkt B1. So, aus der Zeichnung können wir es jetzt natürlich nicht ablesen, sondern wir wollen es irgendwie berechnen. Dafür brauchen wir natürlich die Länge der Strecke B1. Beziehungsweise erstmal zum bn, weil b1 kennen wir ja nicht. Wie kann man die berechnen? Da hilft uns natürlich die Formelsammlung weiter, weil da gibt es eine schöne Formel, mit deren Hilfe man die Länge einer Strecke berechnen kann. Hier auf Seite 14 springen wir mal hin. Und da gibt es, hier ist die Formel zu finden, Länge einer Strecke. Hier ab ist gleich Wurzel aus x-Koordinaten voneinander abgezogen zum Quadrat plus y-Koordinaten voneinander abgezogen plus zum Quadrat. Hier heißt das Ding jetzt AB in meiner Aufgabe auch, aber die Strecken, die Punkte könnten auch CD, SF, was weiß ich heißen. Es spielt keine Rolle. Also fangen wir an. Die Länge der Strecke AB, in dem Fall noch ABN, weil B1 kennen wir noch nicht, ist gleich große Wurzel auf. Und jetzt heißt es hier x-Koordinaten voneinander abziehen. Ich fange immer mit dem Punkt an, bei dem die Variable mit drin steht. Also ich sage jetzt, die x-Koordinate vom Punkt Bn ist in dem Fall x minus laut Formel. Und jetzt die x-Koordinate von Punkt A, die finden wir hier, ist -2. Klammer zu zum Quadrat. Plus. Gleiches Spiel nochmal, aber diesmal mit den y-Koordinaten. Y von Bn ist -2x+6. Und y-Koordinate von a steht hier, ist -12 zum Quadrat. So, ja, das Minus kommt hier aus der Formel und das zweite Minus hier von der -12 selbst. Gut, wir haben ja gesagt, wir wollen den Taschenrechner sofort einsetzen, sobald es geht, und möglichst wenig umformen oder ausrechnen. Ja, also man könnte zum Beispiel hier was vereinfachen. Ist überhaupt kein Problem, aber überspringen wir mal. Wir setzen gleich den Taschenrechner ein. So, ich habe jetzt hier natürlich, fahre ich hoch, um das Ding besser zu sehen. So sieht mein Taschenrechner aus, ein Sharp EL9950. Und da geht es jetzt wie folgt, ich gehe auf y ist gleich, kann jetzt hier die Formel eintippen, genauso wie sie da steht, Wurzel aus, Klammer auf, x minus, Klammer auf, -2, Klammer zu zum Quadrat, plus, Klammer auf, -2x, +6 minus -12. Klammer zu zum Quadrat. So, jetzt heißt ja Minimum berechnen. Das heißt, ich benutze jetzt meine grafikfähigen Eigenschaften, weil das kann der Taschenrechner. Schritt 1, ich muss erst im Graph nachschauen, ob ich überhaupt das Minimum oder Maximum sehen kann. Ja, hier oben in der Ecke sieht man ein bisschen, wird was eingezeichnet, wenn man es nicht ordentlich sieht. Einmal auf Zoom gehen und herauszoomen. So, und jetzt sehe ich den Punkt hier eindeutig, das Minimum ist eindeutig zu kennen. Jetzt kann es der Taschenrechner auch berechnen. Gehe nochmal Second Function Calc für Calculate und wähle Minimum aus. Rechne da kurz. Und da gibt er mir auch schon das Minimum an, nämlich wir haben einen minimalen Wert, das ist die y-Koordinate für x gleich 6,80. So, da schreiben wir es genauso hin. Ich habe den Calc Intersection benutzt.
Quatsch, der Kalkminimum. So, das ist die richtige. Und schreibe jetzt die entsprechenden Koordinaten hin. Ich habe ein Minimum, also eine kürzeste Streckenlänge ist gleich. Das ist immer die Y-Koordinate, die war 9,84. Längeneinheiten für x gleich 6,80. So, schön ist der Taschenrechner, rechnet mir natürlich alles sofort aus, auch die Wurzel. Ich brauche nichts mehr weitermachen und bin an der Stelle auch fertig.